Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem Warlock hier und seinem Wochenloot, Scharfortschritt, ein paar News. Ja, und genau ein bisschen aufs Spiel ein. Jetzt haben wir den zweiten Schar hier angefangen und sind so weit gekommen, dass ich jetzt wieder ein bisschen was zeigen kann. Ich habe viele Aktivitäten noch nicht gespielt, aber wie gesagt, bis 1320 müsst ihr euch halt eben hochziehen mit mächtiger Ausrüstung. Danach geht es dann nur noch weiter mit Spitzenausrüstung, dann erst Spitzenausrüstung farmen und danach dann wieder, wenn ihr mit Spitzenausrüstung bei den Chars fertig seid, wieder mit mächtiger Ausrüstung weitermachen, weil die mächtige Ausrüstung passt sich irgendwann auch wieder an vom Power Level. Damit könnt ihr dann einige andere Rüstung ausgleichen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier kurz in den Char und schauen erstmal, wie weit wir denn sind. So, ich rüste jetzt erstmal die höheren Sachen aus. Wie gesagt, ihr könnt die auch einfach im Inventar tragen, kein Problem, weil dadurch habt ihr halt trotzdem dann den Power Level Vorteil. Das ist eigentlich ganz gut so. So, mal gucken, wie hoch ich komme. Wie gesagt, hier habe ich schon alles ausgerüstet, alles hohe. Leider habe ich hier nicht immer das gekriegt, was ich gerade benötige. Ich habe, wie gesagt, viele Aktivitäten nicht gespielt. Aber das, was ich Singleplayer-mäßig, Solo-mäßig gemacht habe, das habe ich gemacht oder habe ich fertig gemacht mit Spitzenausrüstung. Und jetzt sind wir soweit und zeigen mal kurz, wie weit wir hier jetzt allgemein sind. So, das ist jetzt mein Maximum-Level. Mein mächtiger Ausrüstungs-Drop-Level ist 1321. Und plus 6 Bonus. Bonus müsste sich 7 gleich auch irgendwie erreichen, weil ich habe noch wie viel offen? Ja, so 85.000 Punkte ungefähr offen oder 90.000. Also da müssten wir vielleicht da auch nochmal hinkommen, mal schauen. Aber das ist mein Char, so sieht er damit aus. Und gleich holen wir nochmal Rüstung ab. Und zwar bei Horsethrown. Wie gesagt, da steht mächtige Ausrüstung 2 dran, ist aber Spitzenloot plus 1. Oder Spitzenrüstung plus 1 und dann haben wir die anderen Sachen natürlich auch nochmal ab. Aber das machen wir gleich. Erstmal kleine News. Bungie hat ein paar Exos deaktiviert. Ja, und zwar sind es, glaube ich, mittlerweile wieder 2 und sollen dann noch 3 werden. Und zwar ist es einmal strahlende Tanzmaschinen wurden strahlende Tanzmaschinen. Die exotischen Stiefel für den Jäger sind brandneu in Season 15 zu Destiny 2 gekommen. Wurden für den schmerzigen PvP und Gamble PvE PvP deaktiviert. Wurmgott-Berührung, die exotischen Handschuhe für den Titan sind schon seit 2018 im Spiel und sind komplett gesperrt. Das bedeutet, ihr könnt die Exo-Rüstung derzeit nicht ausrüsten. Sie sind dann einfach ausgegraut. Ihr haltet dann in-game die Meldung, dieser Gegenstand ist zurzeit nicht verfügbar. Ja, leider haben die da die Bosse ziemlich schnell legen können zum Teil und PvP war auch irgendwie zerstört anscheinend. Aber das lese ich jetzt alles nicht im Detail vor. Das könnt ihr auch gerne bei meinem MMO durchlesen. Geht einfach mein MMO dann auf Destiny 2. Da stehen so viele schöne Sachen. Da könnt ihr hingehen und da die Sachen durchlesen. Sind auch immer sehr nette Infos. Allgemein. Dann gibt es im Moment ein Sale von Destiny 2. Ob ihr es machen wollt oder nicht, ist euch überlassen. Da trage ich keine Verantwortung oder irgendwas anderes für. Ist ja echt Geld. Also im Moment könnt ihr halt sehr viele Destiny 2 Sachen günstiger kriegen. Bis zu 40% günstiger. Und ja, und das ist beim PSN Store, PS4, PS5. Wie es bei anderen Sachen aussieht, also halt bei Xbox Series X oder PC, weiß ich nicht, aber im Moment gibt es halt etwas günstiger an Destiny 2 ranzukommen. Und ja, das ist auch nochmal dazu gesagt. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr es natürlich machen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, die Trails, wie gesagt, werden auch nochmal abgeändert ordentlich. Die starten, glaube ich, wann starten die? Am 10. Oktober, glaube ich, erst. Ne? Ich weiß gar nicht genau, wo habe ich das denn gelesen? Muss man selber mal gucken, ich bin das gerade übergangen hier. Achso, genau, da steht jetzt massive Überarbeitung. Was genau instant alles reinkommt bei den Trades und was sich alles ändert, weiß nicht hundertprozentig, aber mir wurde gesagt, man kann halt dann auch als Singleplayer rein und man kriegt dann Random-Suche. Mal schauen, ob das wirklich so ist. Und dann, ja, keine Trades mehr in der ersten Season-Woche oder vor einem World-First-Rennen im Zuge eines neuen Raids. Hier sollen eher neue Inhalte, Features, neue Waffen und Exotics im Fokus stehen. Keine Trails mehr während des Eisenbanners. Es sollen sich keine PvP-Events mehr überschneiden. Sowas zum Beispiel wird alles noch geändert. Und ja, wie gesagt, sind wir alle mal drauf gespannt. Und ich auch und ihr auch. Und dann gibt es natürlich auch neue Regeln etc. Aber das werden wir alles noch dann sehen, wenn wir dann das live spielen. Weil ich werde es auch wahrscheinlich ein bisschen mehr spielen, gehe ich von aus. Weil gibt es auch schon eine Waffen und Bolze, die auch erfüllt werden. Da wollen wir mal gucken, was da rauskommt. Ja, es war so ein kleiner Riss hier von den News her. Aber es ist sonst einfach insgesamt zu viel fürs Video. Deswegen guckt auch bei meinem O vorbei, bitte. Da könnt ihr auch noch andere News lesen. Und ist auch eigentlich gut beschrieben. Und sehr viel auch in den Threads beschrieben. Deswegen, da gibt es das nochmal im Detail. So, ich habe mir gestern was gegönnt und zwar habe ich mir die Erweiterung gegönnt für nächstes Jahr oder das DLC für nächstes Jahr gegönnt. Ich habe mir hier einmal
die Hexenkönigin gekauft. Kostet leider 99 Euro. Ja, dafür kriegt ihr dann aber auch die Deluxe Edition, also alle Add-ons mit drinne. Hier steht ja alles, was unten steht: maßgebende neue Kampagne, 4 Season Destiny, 3 neue Dungeons, Waffenfertigung, exotischer Raketenwerfer Galahorn, exotische MP, neuer Archetyp, neuer Raid, Ornamente, Waffen und mehr. Das gibt es direkt als Vorbesteller hier unten. Einmal exotische Geste, exotischer Geist und exklusives Abzeichen. Wie gesagt, kostet 99 Euro. Ich habe, sage ich jetzt mal eben noch so, wie ich es gemacht habe, ich habe mir beim Guthabenseller im Internet, ihr könnt auch einfach googeln, zum Beispiel PSN Guthaben oder so, dann müsst ihr aber selber auch wieder entscheiden, ob ihr es macht oder nicht. Da gehe ich nicht weiter drauf ein, da brauche ich mir auch keine Fragen stellen, das werde ich auch nicht beantworten. Da habe ich dann halt Guthaben günstiger gekriegt. Ich habe für 58 Euro, 75 Euro Guthaben gekriegt, PSN, aber es ist halt nicht immer so. Und das hat auch funktioniert. Das war ein guter Keyseller. Ich werde jetzt aber nicht keinen Namen nennen oder so. Nachher, wie gesagt, ich habe keinen Bock auf Fragen dazu, weil das müsst ihr alles selber entscheiden. Und ja, habe mir dann halt da Guthaben geholt, habe mir das Spiel dann geholt für 99 Euro. Und jetzt hier bei Kryptjarchen kann man Was kann halt ich für dann dich die tun, Vorbestellsachen Bora? abholen. Da gibt es einmal hier, wie gesagt, das Enigma gibt es einmal. Sieht immer so aus. Dazu gibt es da einmal Cosmographicum-Hülle, sieht einmal so aus. Und dann gibt es hier einmal Klarheit des Abzeichen. So, ja. Die Sachen hole ich mal eben raus hier. Das gibt es dann einmal alles beim Kryptjarchen abzuholen. Also das müsst ihr euch selber entscheiden. Ich spiele das Spiel sowieso die ganze Zeit. Das ist mein Lieblingsspiel und deswegen, ja, ne, wird das natürlich gegönnert. Was denn sonst? Achso, was mache ich da überhaupt? Nicht genug Energie. Okay, dann muss ich das Ding wohl nochmal eben kurz hochziehen. Wie gesagt, nicht vergessen, das ist auch wichtig, das kommt mal so dazu. Wenn ihr EP sammeln wollt oder natürlich euren Season Pass schneller leveln wollt oder euer Artefakt, dann müsst ihr natürlich den Geist dementsprechend ausrüsten. Am besten den Level-Vorteil, den EP-Vorteil hier reinmachen. Das mache ich gleich alles noch. Und das ist halt sehr wichtig, dass ihr einen Geist tragt mit mehr EP am Anfang der Season. Danach könnt ihr selber entscheiden, was ihr noch macht. Aber EP ist wichtig. Ich muss mal gucken, wo das EP-Ding war. Wo war das denn? Wo war Glimmer? Ne, Glimmer brauche ich nicht. Ist das hier EP? Nein. Nein. Ressourcen? Nein. Wo ist denn hier nochmal EP? Mann, Mann, Mann. Schon lange nicht mehr gemacht. EP, EP, EP. Moment mal. Irgendwie habe ich gerade Tomaten auf dem Augen. So, ach, da vorne war EP. Alles klar, gut, deswegen. Ja, wie gesagt, Ewigkeiten schon nicht mehr ausgerüstet. So, ihr macht hier dann auf Maxi auf 6. Blendendes Licht hier einmal plus 12. Einmal hier erhöhte EP-Gewinn um 12. Erhöht. Und dann könnt ihr hier natürlich noch alles anders aussuchen. Was ich mehr als das als 6 geht nicht. Dann müsst ihr hier gucken, was ihr noch, wo ihr noch Bock drauf habt. Könnt ihr halt irgendwas ausrüsten, wo ihr Bock drauf habt, wie gesagt, aber das ist euch dann auch überlassen. Das müsst ihr halt selber gucken, was ihr dann noch macht. So, aber das ist halt wichtig, dass ihr den ausrüstet und dann halt auch upgradet auf Meisterwerk. Das ist halt, finde ich, sehr wichtig und das solltet ihr dann halt auch machen. So, dann machen wir das mal eben rein. Sieht das gut aus? Weiß ich auch nicht. Und dann haben wir noch die Geste, die wir dann auch noch mal kurz reinmachen. Und zwar ist die hier, genau. So, das sind die Vorbestellersachen, die man dann bekommt. Aber es kostet halt ordentlich Geld. Nicht gerade wenig sogar. Aber würde ich sagen, ist okay, oder? Ja, doch, würde ich sagen. So sieht der Geist aus. Das Abzeichen haben wir ja gerade gesehen. So, da kommen wir noch kurz in eine Poststelle, ob da was reingeflogen ist. Achso, was ich noch sagen wollte. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, ne, dann nicht vergessen, ihr könnt halt das mit dem Twitch-Konto verbinden. Also der Twitch-Prime-Kunde, habt ihr einige Sachen, die ihr umsonst kriegt, etc. Solltet ihr eventuell auch mal angucken und vielleicht auch einrichten, weil sonst wäre es verschenktes Geld. Also wie gesagt, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, macht da mal Twitch Prime draus. Sollen Das wir ist schon dann ganz gut. Da anfangen? gibt es nämlich auch Destiny-Sachen umsonst und auch einige andere Sachen für andere Spiele umsonst. Das finde ich schon recht wichtig. So, den Helm, den haben wir jetzt ein bisschen höher gekriegt. Wie gesagt, mächtige Ausrüstung kommt jetzt mit 1321 daher. Das heißt, ich gehe jetzt hier ein paar Level dazu. Ihr könnt, wie gesagt, die Sachen auch im Inventar tragen. Ich habe es gerade informiert, weil ich eh genug Materialien habe zum Kaufen von Upgrade-Modulen. Aber wie gesagt, wenn ihr nicht genug Materialien habt, macht das nicht die ganze Zeit infundieren, sondern lasst einfach Inventar und dann infundiert ihr was, wo ihr es wirklich braucht. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen vergebens. Geht nochmal bei Test vorbei, wie gesagt. Dienstag ist ja Requisite um Das 19 Uhr. Da könnt Eververum ihr natürlich handelt auch hier mit nochmal ein paar allen Sachen kaufen, wenn ihr möglichen Bock habt. Sind Gütern. alles meistens ältere Sachen hier. Aber Flug des Abfangjägers hier, Fluchtkünstler, habe ich noch nicht das Ornament. Ist das cool oder nicht? Brauche ich das? Spiele ich damit?
Egal, nehme ich einfach mit. Ja, oder? Ich weiß es noch nicht. Aber Ornamente nehme ich eigentlich gerne mit, aber ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. So, jetzt müssen wir erstmal kurz zu Horse Throne gehen, weil dort hole ich mir noch mal kurz mächtige Spitzenloot ab. Plus 1. Vielleicht bringe ich es noch ein bisschen weiter. Und nächste Woche startet Eisenbanner. Das heißt, Pflicht spielen, viel PvP, viel Beutezüge mitnehmen. Die Tapferkeitspunkte sind im PvP auch erhöht um das Doppelte. Dann kommen Seder Schatten als Dämmerung. Dann geht natürlich die Quest weiter. Die Quest ist ja im Moment ab und zu noch am Buggen, wie gesagt. Und Assistentenballast 1 zum Beispiel ist ja auch noch buggy belastet. Ne? Kennt ihr ja mit den Anker suchen und so. Kennen wir ja mittlerweile und auch andere Sachen. Was aber kann ich für dich tun? Es geht voran. Und das nächste Woche kommt bestimmt auch ein Hotfix. So, 1322er Loot. Gibt's Arme? Gib auf dich acht, ja? Arme. Ah. Naja. So, wie gesagt, ihr könnt es einfach hier im Inventar tragen. Ich infundiere, weil ich eh genug Kram habe. Also von daher ist nicht so schlimm. Nachher löscht ihr irgendwas noch und vergesst es irgendwie. Das ist natürlich ärgerlich. So, jetzt kommt, wie gesagt, trotzdem alles nur mit 1321 gedroppt, weil ich halt nicht höher komme mit dem Power Level. Aber ist halt auch die Season erst 5 Tage im Gange oder 5,5 Tage. Das ist dann nicht so schlimm. Und sonst müsst ihr halt, wie gesagt, erst mit mächtiger Ausrüstung arbeiten, bis 1320 kommen und damit Spitzenausrüstung. Dann erst die Spitzenausrüstung looten, danach wieder mächtige Ausrüstung. Immer so im Wechsel. Das ist halt gang und gänge Dinge hier in Destiny 2. Kann man nicht anders sagen. Und ich habe auch wieder so viel gespielt. Wie man hört, ich verspreche mir ganz oft, ich bin hundemüde. So. Jetzt holen wir auch nochmal die EP raus. Und natürlich auch Glanzstaub. Hier kriegt man natürlich immer 120 Glanzstaub. Einmal beim Vagabunden, einmal bei Lord Chex und beim Zavala. Und dann haben wir da auch mal ein bisschen was obendrauf. Was wollte ich denn noch zeigen? Genau, machen wir gleich alles nach und nach. Aber erstmal wieder Loot abgeholt. EP kriegen wir hier natürlich auch. Die wollen wir natürlich haben. Wie gesagt, EP ist mal noch ganz am Anfang dieser Season. Deswegen brauchen wir natürlich auch alles Mögliche. Vor allem auch Beutezüge, ganz wichtig. Das ist auch, finde ich, eigentlich eher ein großes Problem, dass man hier halt immer noch alles mit Beutezügen machen muss. Weil Bungie hat ja mal gesagt, nö, Beutezüge, das wird dann ein bisschen weniger irgendwann, aber irgendwie anscheinend wohl doch nicht. Ohne Beutezüge geht nämlich gar nichts. Da kommt man nicht gut voran. Aktivitäten spielen muss man natürlich auch. Dann, wie gesagt, den Geist ausrüsten und dann am besten geteilte Weisheit mitnehmen. Mitnehmen ist gut, mit dem Teammate, Clanmate halt unterwegs sein. Bringt mehr, als wenn man allein unterwegs ist. Deswegen auf jeden Fall probieren und machen. Sicher. Und das mache ich jetzt zum Beispiel auch hier. Normalerweise müsste ich jetzt mit dem Teammate die Sachen abholen. Dann kriege ich ein bisschen EP mehr. Zwar nicht viel, aber es lohnt sich auf Dauer. Deswegen auf jeden Fall immer im Team unterwegs sein. So, mal gucken, ob ich noch irgendwas herausgekriegt. Nee. Wie gesagt, und dann werde ich die Waffen wieder rüber transferieren zum nächsten Char, zum Jäger. Wie gesagt, die Waffen müsst ihr immer wieder rüber transferieren zum nächsten Char, die höheren Waffen. Weil sonst vergebt ihr Power Level. Und das wäre halt ärgerlich. Und deswegen habe ich hier auch natürlich vom Titan zum Warlock alles rüber transferiert, was höherlevelig war vom Waffen her. Und das werde ich dann halt anfangen, auch vom Warlock zum Jäger machen. So, haben wir hier noch irgendwas Höheres? Wahrscheinlich nicht. Ne, haben wir auch nicht. Hier sind die Perks. Mörderischer Wind, einer für alle. Das ist, glaube ich, schneller hier oder besser hier. Infundiere ich. Untereinander infundieren kostet übrigens nur Glimmer. Ganz gut. Wenn es die gleiche Waffe ist oder gleiche Ausrüstung, kostet es halt nur Glimmer. Das finde ich immer noch ganz gut. So, letzter Loot hier. Bist du bereit? So, wie gesagt, der Raketenwerfer ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Den wollen alle haben. Hegemonie, Raketenwerfer, wie gesagt, gute Perks. Das Ding läuft rund, soll es wohl. Ich habe es noch nicht gekriegt. Ihr müsst ungefähr hier zum Beispiel im, in den Forward Strikes müsst ihr ungefähr 23 Mal laufen. Dann seid ihr hier auf Max Level. Ja, das müsst ihr ja, erfordert Rang 16. Ich bin Rang 6, also ich brauche noch 10 Ränge. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen spielen. Beim Schmelzi gibt es den auch und beim Vagabunden gibt es den auch zu holen. Und nächste Woche, wie gesagt, statt Eisenbanner, da wird man halt viel PvP spielen. Vielleicht kommt man da dann schneller voran. Aber wie gesagt, ungefähr, also braucht ihr halt eben Rang 16, nicht ungefähr, ihr braucht Rang 16, aber bei Foot sind es ungefähr 23 Foot Strikes. Ungefähr, ne? Nicht 100%, sondern ungefähr. Und vielleicht wärst du ja an einem Tausch interessiert. So, neue Schuhe. Beinschutz meine ich natürlich. Ja, guck mal, hier habe ich noch ein Level dazu gekriegt. Das ist doch schick. So, kann ich auch noch fundieren? Jo. So, hat auch nichts gebracht. Ich brauche noch ein paar tausend Punkte. Die nehmen wir gleich auch noch mal kurz mit. Dazu habe ich noch ein paar Beutezüge auf der Rundkante. Dann haben wir erstmal den hier. Ja, ne, nicht vergessen, auch bei Ada mal vorbeigehen. Nicht vergessen. So, shit, hat es ausgereicht oder nicht? Habe ich jetzt plus 1 nochmal wieder Powerbonus? Ne, einer fehlt mir noch. Okay, die anderen Beutezüge lasse ich immer auf der hohen Kante gerade, wie man sieht. Die lasse ich für nächste Woche. Ich überlege gerade, was am meisten oder schnellsten
geht und nicht geht. So. Nochmal hier einen Season-Rang erhöht. Und nochmal Power-Bonus plus 1. Das ist doch schick. Das ist doch super. Die anderen Sachen lassen wir hier nochmal drinne. So, saisonale Herausforderung habe ich eigentlich auch fertig. Aber die gebe ich nicht ab. Wie gesagt, damit könnt ihr auch euren Wegfinder-Kompass Kalibrierungsstufe erhöhen. Das ist wie gesagt noch Buggy, Aszendenten Ballast 1, bei einigen hat es geklappt, bei einigen nicht, bei mir hat es nicht geklappt. Lady in den Gerüchte muss ich noch dieses triviale Mysterium, muss ich wahrscheinlich noch eine Höhle erkunden oder so und eine Kiste öffnen, weiß ich nicht genau, muss ich mich auch nochmal drum kümmern. Den Rest habe ich alles erledigt, ja, aber wie gesagt, das gebe ich alles ab, wenn ich mit dem Season Pass ein bisschen weiter bin, beziehungsweise wenn ich mit einem Teammate unterwegs bin oder mit mehreren Teammates, damit ich geteilte Weisheit aktiv habe. Das ist halt das Wichtige an der ganzen Geschichte, weil sonst vergebe ich halt eventuell zu viel EP. Season Pass, wie gesagt, nicht drauf looten wie blöd, sondern die Materialien, die hier sind, die könnt ihr mitnehmen, ist kein Problem. Andere Sachen oder so würde ich halt noch ein bisschen warten. Aber ich nenne es halt immer als Ersatz sozusagen Lager. Hier, falls ich irgendwo Not am Mann habe, wollte ich gerade sagen, ein Material zu wenig habe, dann ziehe ich es mir raus. Materialien könnt ihr natürlich immer ziehen, aber halt Waffen oder so würde ich noch ein bisschen warten. Wegen dem Power Level, das passt sich ja alles an. Und das, die Graben braucht ihr auch nicht, aber wie gesagt, wie man sieht, ja, soweit sind wir halt erstmal im Moment und da hier auf sowas warte ich hier, kleiner Einsatztrupp EP-Boost, dann wird das besser mit der geteilten Weisheit. So sieht's nämlich aus. So, ja, das ist jetzt mein Char hier. Ist doch ganz nett, 1928, bin ich mit zufrieden erstmal. Wie gesagt, ich konnte einige Tage nicht richtig spielen, weil ich arbeiten muss und mal gucken, wie sich die Tage nächsten Tage so entwickeln. Jäger muss ich auch noch machen. Na, bis zum Dienstag habt ihr Zeit, 19 Uhr. Alles abzuholen, noch ein bisschen Beutezüge zu machen und ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas vergessen, was ich noch sagen wollte, aber ich glaube nicht. Und ja, das war wieder so ein kleines Infovideo, wie weit ich bin und was man so machen kann. Und ja, zocken, zocken, zocken. Was anderes geht eh nicht. Und sonst, wenn ihr Bugs habt, müsst ihr halt auf den Hotfix warten. Ich leider auch. Und dann bis zum nächsten Mal würde ich erstmal sagen, danke für euren Support, reingehauen und dann viel Spaß beim Zocken. Tschüss.